Also, für alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, The First Descendant Season 1 steht vor der Tür. Am 29. startet Season 1, wird wieder eine ganz normale Wartungspause geben und dann ab 2 Uhr geht es ungefähr los. Und es gibt jetzt einen Teaser-Trailer und einen richtigen Trailer. Und die habe ich beide noch nicht angeguckt. Ich weiß natürlich ein paar Kleinigkeiten, aber ich habe mir den noch nicht in Gänze angeguckt. Deswegen will ich da jetzt einmal mit euch reingehen. Der geht nur 15 Sekunden hier, danach kommt der längere. Also, direkt der erste Shot, ne? Who is he? Ist das ein Bösewicht? Wer ist er? Das wird. Also, Digga. Okay, wer ist er? Oh mein Gott, also das sind da viel zu viele Shots. Sekunde. Okay, das ist so ein bisschen da, so, wo ich gerade eben rumgelaufen bin, ne? Okay. Stopp, neuer Boss. Neue Boss-Stage. Sieht so biolabormäßig aus. Das ist doch. Ist das nicht Ultimate Trainer? Ich glaube, das ist Ultimate Trainer. Ich habe jetzt schon fünfmal Pause gemacht bei 4 Sekunden. Digga, das ist zu viel. Das ist der neue Charakter, ich glaube direkt mit Skin. Okay, man muss so viel Pause machen. Bei jedem Shot. Also das ist Valby-Festung, das kennen wir ja. Und das ist wahrscheinlich Ultimate Frayna auch, ne? Bei Ultimate Frayna habe ich übel Bock drauf, bin ich ehrlich. Frayna finde ich schon cool. Könnt ihr Bilder schicken? Alles gut. Boah, mein Gott, das sind viel zu viele Shots. Das kennen wir doch auch schon, ne? Das sieht ein bisschen aus wie Schlummertal. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist irgendwie eine neue Aufgabe, ne? Solche Säulen, die man irgendwie kaputt machen muss. Und die Mission kommt mir auch bekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Das war ja schon eine neue. Okay. Okay, 29. August. Ich würde sagen, wir gehen in den nächsten. Der geht was länger, 1 Minute 51. Da können wir erstmal durchgucken. Aber das waren schon einige. Mach auf 0,25. Das ist eine gute Idee. Das hätte ich machen können, ja. Neue Mechanik bei dem Dungeon. Ja, was ist, wenn wir mit Season 1 einen neuen Schwierigkeitsgrad bekommen? Überschwer oder die Dungeons sich ändern, je nachdem, welche Prozentzahl du nimmst an Zusatz-Tötungspunkten. Also, da bin ich sehr gespannt, weil die beiden Missionen, die wir da gesehen haben, einmal Schlummertal und einmal weiß ich nicht genau, wie das Ding hieß, aber die kamen mir sehr bekannt vor, die Shots. Neue Waffe war auch zu sehen, glaube. Oh, das könnte natürlich sein. Wir gucken uns jetzt mal den 1,51 an. Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr. Da haben wir auf jeden Fall Valby, die sich auf den Hintern haut. Genau das habe ich schon gesehen, den Shot. Und da ist wieder der Typ. Das auch ein Charakter ist? Nee. Das haben wir ja gesehen, okay. Jetzt nochmal ein bisschen größere Länge. Das wird ein Boss sein, oder? Ja. Wer ist er? Ach, das ist der Typ aus der Story. Ja, doch, okay. Okay. Forbidden Ancient Technology. Da sind diese Säulen, die ich meinte. Und da, was ist das? Seht ihr das auf dem Boden? Hä? Bestimmt irgendwie so Rätsel, Quiz. Ne, Quiz ist unten, aber so puzzelmäßig. Da, das, die Gebiete sehen voll so aus, als würde ich da schon kennen. Auf jeden Fall haben wir da irgendwie eine Drohne mit irgendwelchen Symbolen oben drüber. Und das ist diese Säule, die man irgendwie kaputt machen muss. Warte mal. War das Valby? Das ist Bunny, ist klar. Das ist Valby. Kennen wir den Skin schon? Der Skin sieht neu aus. Der Skin sieht neu aus von Valby, oder? Sieht aus wie die Rätsel von Hogwarts Legacy. Oh ja, true. Da war die neue Waffe bei Frayna. Bei Frayna war die neue Waffe. Wo haben wir Frayna gesehen? Hier ist keine Frayna. Sieht aus wie Dance Pad. Hier ist auch keine Frayna bei.
das die neue Waffe? Ist die Waffe neu? Das ist der neue gewöhnliche Skin von Valby. Ah, okay. Der neue gewöhnliche Skin von Valby. Ah, bei Bunny. Bei Bunny sagst du, das war eine neue Waffe. Meinst du, die ist neu? Ich kenne nicht alle Waffen auswendig, aber das ist die neue Waffe, sagst du? Die sieht sehr standardmäßig aus. Du sagst, das ist eine neue Waffe? Das sieht eher aus wie so eine blaue Waffe irgendwie. Ah gut, könnte sein, ne? Die Waffe sieht voll neu aus. Also die Waffe habe ich doch noch nie gesehen. Oder? Das ist die neue. Also die Waffe kann ich ja schon mal sagen, die Waffe, das wird eine Fähigkeit von ihr sein. Wie die Waffe von Glay, das Massaker. Wie die Waffe von Luna, wenn die ihre Dance aktiviert hat. Also wird wahrscheinlich irgendwie eine Ultimate-Waffe sein. Oder wie bei Frayna auch. Die sie dann rausholt, wenn du die Fähigkeit zündest. Das wird keine Waffe sein, die jeder Charakter tragen kann. Würde ich... Okay, das ist der neue Charakter, oder? Das wird der neue Charakter sein. Hayley. Ja, da ist er. Da, guck, da war die Fähigkeit. Da haben wir Frayna. Und der Ultimate-Skin, der Ultimate von Frayna kommt jetzt, ne? Das ist ein heftiger Shot gewesen. Stopp, das will ich nochmal sehen. Ist das jetzt Frayna, weil die auch so einen riesen Zopf hat? Ja, ne? Und der neue Boss. Ich hoffe, der Boss wird nicht so schwer wie Gierschlund, Mann. Also Ultimate Frayna gefällt mir, sah gut aus. Aber Hayley gefällt mir auch, Alter. August 29. Ja, das wird der neue Boss. Leider kann man da nicht allzu viel sehen. Der schießt irgendwie und fliegt rum. Man kann leider nicht so viel erahnen, aber ich hoffe einfach, der wird nicht so schwer wie hier schon. Ey, cooler Trailer. Cooler Trailer, Leute. Wer hat sich jetzt auf den Po gehauen? Das zeige ich dir natürlich nochmal. Natürlich die wichtigste Szene von allen. Sieht anstrengend und schnell aus, ja. True. Wir gucken jetzt noch einmal durch, ohne Pause drücken. Aber sieht alles schon sehr cool aus. Sieht alles schon sehr cool aus, muss ich sagen. Wird erfahren, dass man den Ultimate Trailer nur bekommt durch eine Quest mit einem normalen Trainer. Ja, der Trailer zeigt das ja auch irgendwie so ein bisschen, dass du irgendwas mit Trainer machen musst und die entwickelt sich dann irgendwie. Kann ich mir nicht vorstellen, die werden nicht da mit ihrem Ding da brechen, wie sie es bisher gemacht haben, aber es wird ja eine Trainer. Obwohl, wird es eine Hayley-Mission geben oder eine Trainer-Mission? Wissen wir noch gar nicht, ne? Es gibt ja eine Descendant-Storyline. Vielleicht wird es auch die Frayna-Storyline und gar nicht die Hayley-Storyline. Wir haben auf jeden Fall einige neue Bosse. Aber wir haben kein neues Gebiet. Also zumindest teasern sie kein neues Gebiet. Das sieht sehr nach Festung aus. Dann haben wir da Kingston gesehen und so. Es gibt hier einen kleinen Minishot. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mich Ultimate Trainer so abholt, aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich hoffe, die hat einen heftigen Skin. Ja, geil. 29 geht's los, Leute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Follow da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.